In unserer Serie Blick in die Zukunft haben wir heute Maike Müller zu Gast, Galeristin und Kunsthändlerin. Sie ist seit 25 Jahren Chefin des renommierten Kunsthauses in Ratingen. Was sind Ihre Wünsche und Aussichten für 2021? Für 2021 wünsche ich mir natürlich, wie fast alle anderen auch, etwas mehr Normalität wieder im Miteinander, im Leben. Und natürlich auch wieder, dass der Lockdown bald wieder vorbei ist und ich die Galerie wieder aufmachen kann. Und natürlich auch wieder Ausstellungen machen kann, denn das fand ja im letzten Jahr alles nicht statt. Also was mich glücklich macht, ist, wenn tatsächlich ein Kunde vorbeikommt und bei mir irgendwas im Schaufenster oder in der Galerie gesehen hat und das mit nach Hause nimmt, ohne das großartig geplant zu haben. Und ja, das sind so Momente, die man einfach überhaupt gar nicht einplanen kann, die es aber zum Glück immer wieder gibt. Und das macht mich wirklich glücklich. Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele, sagt Pablo Picasso. Wie steht es um die Seele der Künstler, mit denen Sie zusammenarbeiten? Das ist so verschieden, wie Menschen eben insgesamt auch sind. Es gibt Menschen, die sind robuster, so ist das bei Künstlern eben auch. Und es gibt Künstler, die können schlechter damit umgehen. Das hat jetzt nicht mal unbedingt was mit dem finanziellen Aspekt zu tun, aber Künstler sind eben kreative und deswegen auch oft feinfühlig und auch Feingeister. Und manchen schlägt das tatsächlich aufs Gemüt und sie haben eine totale Blockade. Aber manche nutzen die Zeit eben auch und diese Ruhe, die mehr oder weniger gezwungene, erzwungene Ruhe, um super kreativ zu sein. Also da gibt es wirklich von bis alles. Also am allermeisten freue ich mich wirklich, wieder unter ganz normalen Bedingungen eine Ausstellung machen zu können. Wie gesagt, ein Jahr lang hat jetzt nichts stattgefunden. Die letzte Ausstellung wurde wirklich direkt gecancelt vor dem ersten Lockdown. Und ich hätte eigentlich im letzten Jahr mein 25-jähriges Bestehen mit der Galerie gefeiert. Das fiel quasi ins Wasser. Und das würde ich super gerne nachholen und auch wieder mit allen Künstlern, mit 25 Künstlern, so war die Ausstellung geplant. Und ich hoffe sehr, dass das möglich sein wird im Sommer, dass bis dahin wieder hoffentlich normale Bedingungen stattfinden können. Ja. Sehen Sie auch neue Chancen, neue Visionen für Künstler, für Kunst überhaupt, für eine neue Kraft, die aus dieser Zeit des Stillstandes, des Schweigens, des Nicht-Gesehen-Werdens entstehen kann? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube auch, dass einiges hängen bleiben wird, weil man wurde ja gezwungenermaßen oder man musste sich ja neue Wege und Möglichkeiten einfallen lassen, um trotzdem mit den Kunden, Interessenten, Besuchern, wie auch immer, in Kontakt zu treten. Und wie auch wir das ja mit Videos oder mit ständigem Umgestalten der Galerie und des Fensters gemacht haben, so haben das, glaube ich, ganz viele gemacht. Und ich glaube, dass viel auch hängen bleiben wird, dass man einfach gelernt hat, dass man über den Tellerrand gucken muss und dass es nicht damit getan ist, die Türe zu öffnen in der Galerie, sondern dass man über Facebook, über soziale Medien, über Newsletter, über Rundschreiben einfach in Kontakt treten muss. Und ich glaube, davon wird ein großer Teil bleiben.